In meinem Koffer sind noch zwei Pullover. Willst du die auch vielleicht nochmal rüber? Ich war gerade draußen, wir haben minus 10 Grad draußen. Es ist richtig kalt. Es ist warm hier, aber draußen ich schwitze, wenn ich dich nur sehe, Baby. Ist egal, lass durchziehen. Ich will jetzt wieder raus in den Schnee und spielen wie ein kleines Kind. 3, 2, 1. Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein wunderschön hier aus Jambolug. Wir sind ja wieder in Jambolug. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Jambolug. Kann sein, dass das falsch ist. Klingt ein bisschen französisch, aber nein, wir sind in Italien an der Grenze von der Schweiz. Also wir sind gar nicht mal so weit entfernt, aber es ist so schön hier. Ich habe mich jetzt schon verliebt. Wir sind gestern die ganze Nacht quasi durchgefahren, ja, bis 2 Uhr morgens sind wir endlich hier angekommen und es haben trotzdem ja noch Leute auf uns gewartet und haben uns dann eingecheckt und so super nett, richtig cool. Die nächsten Tage erwartet uns hier was ziemlich Cooles, es wurde was vorbereitet, wir wurden ja von Jeep eingeladen, um hier an einem sehr geilen Event teilzunehmen. Und die sind jetzt gerade dabei, alles aufzubauen und Alter, ich bin hier gerade einmal durchgelaufen, weil ich irgendwas im Auto vergessen habe. Dieses Hotel sieht so krass aus, ja, wirklich. Das Hotel ist wirklich der Burner. Das hat im Sommer eröffnet, deswegen alles ganz, ganz new und ich habe tatsächlich sowas noch nie gesehen. Der Form so nicht, nee. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben eine wunderschöne Maisonette-Suite mit Bergblick. Aber das werdet ihr gleich in den wunderschönen Impressionen, die wir jetzt für euch schießen, sehen. Sind wieder zurück in unserem Zimmer. Wir sind tatsächlich richtig baff, was die hier Kreatives hingestellt haben. Es ist ein sehr cooles Hotel. Leute sind super nett. Grandioses Frühstück, muss man sagen. Und dieses Zimmer, ich glaube, wir brauchen nicht reden. Ich habe es selber gerade gesehen. Das ganze Hotel ist echt sehr, sehr schön. Und wir freuen uns wirklich, heute mal nichts zu machen. Obwohl, ist jetzt auch schon fast der ganze Tag vorbei. Und ich weiß nicht, irgendwie waren wir mega unproduktiv, außer ein paar Insta-Fotos gemacht und die Shots vom Hotel. Ich hoffe, wir können heute Abend ein bisschen in der Sauna entspannen. Hat man sicherlich gerade in den Impressionen gesehen. Es ist ein wunderschöner Spa-Bereich. Mhm. Und ich habe mir schon seit Monaten gewünscht, ein Tag oder ein Abend einfach mal in Ruhe, ein bisschen in die Sauna, ein bisschen Wellness zu machen. Und Massage. Bevor es morgen dann actionreich weitergeht, denn morgen wird viel zu tun sein, beziehungsweise wir wissen noch nicht was, aber ich denke mal, wenn wir schon hier an so einem geilen Ort sind, wird es bestimmt auch richtig, richtig nice. Und ja, das Video muss leider noch geschnitten werden, also dementsprechend so viel. Ich entspanne mich jetzt hier nach dem Rechner. Liebe Freunde, wir haben euch das Hotel auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr mal gucken, falls ihr mal hier in der Umgebung sein solltet. Jambolug. Und ihr vielleicht mal die Möglichkeit habt, hier irgendwie das mal auszuchecken. Es ist wirklich, wirklich schön. Sehr empfehlenswert. Die Gegend ist leider nicht so günstig, ne? Muss man ja sagen. Wir waren ja vorhin. Wer hier wohnt, der kann sich das wahrscheinlich auch leisten. Naja, aber für Leute, die hier Urlaub machen, die wohnen ja nicht hier, sonst würden sie nicht Urlaub machen. Ich meine ja hier in diesem Hotel wohnen, unterkommen. Ja, ja.
liebe Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vor allen Dingen das, was wir jetzt morgen tun werden, dann solltet ihr diesen Kanal abonnieren, nichts mehr verpassen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive und cheesy cows. See you.